Hallo zusammen, Servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung und heute reden wir über Einweichen von Trockenfutter. Das Thema, das beschäftigt ja manche und heute sage ich euch, ob das wichtig ist oder Nonsens. Also bleibt dran, bis gleich. Einweichen von Trockenfutter. Einweichen, wenn ich irgendwas einweiche, dann mache ich eine Sache, ja, und zwar Wasser hinzufügen. Ich füge Wasser hinzu. Wenn ich Trockenfutter einweiche, dann füge ich Wasser hinzu. Das ist das, was man auf jeden Fall sagen kann. Und habe ich euch was mitgebracht, und zwar drei verschiedene Schüsseln. Die zwei sollen der Magen eures Hundes sein und die ist einfach eine Schüssel. Jetzt machen wir nicht nur das, ich habe noch was Zweites. Taschentücher. Das wäre jetzt das Trockenfutter. Jetzt nehmen wir das Trockenfutter und werfen es in die Schüssel rein und weichen es vorher ein, bevor wir es in den Magen geben. Wasser dazu. Schaut her. Okay. So. Das ist jetzt eingeweichtes Trockenfutter. Lassen wir es einen Moment stehen. Und in der Zwischenzeit Hundemagen, Trockenfutter, frisst euer Hund das Trockenfutter so, wie es ist. Okay? Legt es da trocken, so wie es ist, im Magen rum. Und weil er ja noch nichts getrunken hat, kriegt er Durst und trinkt was. Nehmen wir mal ungefähr die gleiche Menge wie beim Einweichen eben. So. Das ist jetzt der Magen eures Hundes. Trockenfutter liegt drin und der Hund hat was getrunken. Eine Schüssel. Das ist die Schüssel mit dem eingeweichten Trockenfutter. Und das frisst jetzt euer Hund. So. Jetzt haben wir zweimal einen Magen mit Futter drin, einmal eingeweicht vorher und einmal so gefressen, trocken gefressen und hinterher was getrunken. Und jetzt schaut mal her, was passiert. Seht ihr das? Seht ihr die gravierenden Unterschiede? Ist völlig wurscht. Die meisten von euch, die Dachdecker sind, die wissen es eh schon. Es ist völlig wurscht, ob du links oder rechts vom Dach runterfällst, ist beides nicht so toll. Und beim Trockenfutter einweichen ist es genauso. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ist völlig egal. Da wird immer wieder behauptet, ja, oder generell wird behauptet, dass die Fütterung zum Beispiel was mit einer Magendrehung, also mit einer wirklich schlimmen Erkrankung was zu tun haben soll. Da gibt es gar keine Beweise für. Ja? Es gibt keine Beweise dafür. Also oder noch besser ausgedrückt, man hat keinen Zusammenhang gefunden zwischen der Fütterung und einer Magendrehung. Ja? Das hat ganz andere Gründe. Es gibt ein paar Zusammenhänge, das machen wir vielleicht mal in einem anderen Video, aber die Fütterung selber hat keinen messbaren Einfluss auf die Entstehung einer Magendrehung. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die man immer mal wieder hört, ja, wenn das Futter so im Magen quillt, dann belastet es so den Magen und dann liegt es da so rum. Der Punkt ist, die Trockenfuttermenge, die ihr euren Hunden gebt, die wird ja nicht bestimmt von irgendeinem Volumen, also von irgendeiner Menge, sondern von einer Grammzahl. Ja? Wie viel braucht euer Hund an Energie? So, und das frisst er dann. Und ob du das jetzt eingeweicht gibst oder dann wird das weicher und ein bisschen größer. Ja, das stimmt. Und das andere gibst du eben nicht eingeweicht. Es wird dann ist dann nicht so hoch im Volumen und weicht dann halt erst im Magen und im Darm auf, ja, und quillt. Das ist völlig egal. Einmal quillt es vorher, einmal quillt es nachher. Macht keinen Unterschied. Und da gibt es auch gar keine Studien zu, die das belegen würden. Das ist so eine Hirngeburt, ja, na klar, kann man sich da eine schöne Geschichte zu ausdenken.
dass das, ja, stell dir mal vor, du hast irgendwie, das ist eng und es quillt dann. Ja, genau, das wäre, das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eng wird, ja, wenn irgendwas quillt. Die Wahrheit ist aber, alles quillt. Wenn du irgendwie was Trockenes isst, dann quillt es im Magen. Ganz klar, da sind ja auch Magensäfte, Verdauungssäfte, da sind eh ganz viele Flüssigkeiten. Du brauchst zur Verdauung Flüssigkeit, kommt eh dann dazu. Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber manche weichen zum Beispiel nicht ein, weil sie sagen, ja, ist doch wichtig, weil wenn es Trockenfutter trocken ist, dann putzt es die Zähne. Ist genauso falsch. Ist genauso falsch, habe ich immer mal wieder gesagt. Ist nicht richtig. Trockenfutter putzt nicht die Zähne. Und ein nicht eingeweichtes Trockenfutter quillt auch nicht so im Magen, dass dein Hund auf einmal Magenprobleme bekommt oder sogar eine Magendrehung. Stimmt einfach nicht, ist nicht so. Brauchst du nicht machen. Was ich sogar im Gegenteil manchmal gesehen habe, dass Leute das übertreiben mit dem Einweichen, weil es ist ja so, wenn du Trockenfutter gibst, dann hast du noch nichts getrunken. Okay, gut, dann trinkt euer Hund was und zwar so viel, wie er braucht. Weichst du das Trockenfutter aber ein, da kann er gar nicht regulieren, wie viel Wasser er jetzt aufnimmt, weil das Wasser, was da drin ist, das muss er fressen, ja, wenn er das Futter fressen will. Und dann kann es manchmal zu viel sein. Ja? Manche Leute weichen es so ein, dass der Kot auf einmal sogar weicher wird. Ja? Das haben wir schon erlebt, immer mal wieder. Weil das sind ein paar Extrembeispiele, hat auch immer was mit den Hunden zu tun. Aber halten wir mal einfach ganz generell fest, für einen normalen Hund, und die allermeisten von euch haben ganz normale Hunde, ganz normale, gesunde Hunde, ist es völlig egal, ob du das Trockenfutter einweichst oder nicht. Das eine ist, ja, ich tauche den Zwieback in den Kakao vorher, ja, dann ist der Zwieback eben gequollen und flüssigkeitshaltiger, oder ich esse den Zwieback so und krieg dann Durst und trinke einfach hinterher den Kakao. Macht keinen Unterschied. Wie beim Dachdecker, links oder rechts vom Dach runtergefallen, wurscht, egal. Ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen Klarheit reinbringen konnte in dieses ja, heiß diskutierte Thema. Es gibt ja kaum ein Thema, das nicht heiß diskutiert wird im Bereich Tierfutter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, was ihr das oder wie ihr das so seht und wie ihr das handhabt mit eurem Futter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja? Wir sehen uns nächsten Donnerstag zu einem neuen Video. Mal schauen, wo wir darauf eingehen. Vielleicht sogar auf die Magendrehung, ist ja auch wichtig, das ist ja wirklich wichtig und hat aber nichts mit eingeweichtem Futter zu tun. Bis nächsten Donnerstag, bis nächste Woche. Ciao, Servus, euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung.